Der Sommerurlaub steht vor der Tür und heuer ist die Campinglust der Österreicherinnen und Österreicher höher als je zuvor. Aber was ist in Corona-Zeiten reisetechnisch überhaupt möglich? Auf was sollte man beim Verreisen achten? Fragen, die man sich vor jeder Planung stellen sollte. Die Antworten auf diese Fragen hat heute Sabine Fuss von der Camping Revue mit im Gepäck. Hallo Sabine, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Servus Martina. Fangen wir mit der Titelgeschichte an, aber jetzt mit Vorsicht in den Campingsommer 2021. Was habt ihr da genau aufgegriffen? Ja, es gibt heuer einiges zu beachten. Also die Campinglust ist ungebrochen und die Camper zieht es natürlich auch ans Meer, was ja völlig verständlich ist. Wir bitten aber alle Urlauber auf jeden Fall, sich tagesaktuell zu informieren, ob sich irgendwas an den Bestimmungen geändert hat. Es gibt Online-Formulare zum Ausfüllen. Das alles findet man auf unserer Webseite oder auch auf der Webseite vom ÖAMTC. Also Information ist das A und O der Reisevorbereitungen im heurigen Sommer. Bleiben wir vielleicht gleich beim Urlauben. Hast du vielleicht für die Camperinnen und Camper einen besonderen Tipp? Ja, also wenn man dann alle Hürden geschafft hat, alle Formulare sind ausgefüllt, der 3G-Nachweis ist erbracht, dann würde ich eine Reise zum Beispiel nach Italien empfehlen. Da gibt es einen Reisebericht. Ich war Anfang Juni in Italien und ich muss sagen, es war wirklich wunderschön. Trotz aller Hürden kann man das auf jeden Fall empfehlen. Und es ist einfach wunderschön, wieder mal Meeresluft zu schnuppern. Ich habe auch noch einen spannenden Beitrag entdeckt, da geht es um die Dachzelte. Liegen diese jetzt gerade sehr im Trend und auf was muss man hier besonders achten? Ja, Dachzelte sind immer mehr im Kommen. Man kann die relativ einfach auf einem PKW montieren. Und was es da genau zu beachten gibt, da weisen wir in unserem Bericht darauf hin. Da gibt auch der ÖAMTC-Techniker Tipps dazu, was man da bei der Dachlast beachten muss, wie die Montage funktioniert und so weiter. Besonders spannend sind ja immer eure Campingplatztests. Diesmal habt ihr viele durchgeführt, 2 in Österreich, einen in Frankreich und einen in Italien. Was waren die Ergebnisse? Also ich glaube, da ist wirklich dieses Mal für jeden was dabei. Ja, da gibt es einen sehr großen Campingplatz in Italien, der äußerst beliebt ist. Einen ebenso großen Campingplatz in Frankreich. Und dann haben wir, also das ist für mich das Highlight, ein Campingplatz im Waldviertel in Rheingas, nahe der tschechischen Grenze. Also es ist ganz wunderschön dort. Und im Nationalpark Theiertal gibt es auch einen sehr idyllischen Campingplatz. Also ich glaube, da findet wirklich jeder sein Plätzchen. Sabine, vielen Dank für diese spannenden Informationen. Sehr gerne. Ja, am besten Sie starten Ihre Urlaubsplanung mit der neuen Camping-Revue-Ausgabe Juli-August und nehmen sich auch noch genügend Zeit für Ihre Planung. Aber das Wichtigste ist, genießen Sie Ihren Campingurlaub.